Der Vulkan. Let's go. Willkommen zurück bei Defense Grid Awakening. So, wir werden uns erstmal. 13 Wellen sind es diesmal nur, nicht 15. Hier ist der Kern. Die kommen, denke ich mal, hier rein. Machen so. Und gehen dann hier wieder zurück. Bam. Das wird es sein, denke ich mal. Was ist denn der neue Turm? Kanone. Jo. Davon setze ich doch gleich mal zwei Stück hier hin. Und ein Meteor-Tower kommt hier hin. Dass der wirklich immer trifft, wenn die hier komplett rumlaufen und auch wenn sie wieder zurücklaufen. So, Kanone. Was kann die denn? Der langsame, aber mächtige Doppelkanonentor. Ne, warte mal. Das ist schon ein Upgrade, oder? Kanonenturm bietet schweren Schaden gegen einzelne Aliens. Er kann aber keine Feinde in direkter Nähe treffen. Okay. Distanzwaffe. Er ist zwar langsam, aber effektiv gegen alle Alienarten. Okay, neben ihm direkt nicht, aber der ist ja entfernt von denen hier, oder nicht? Das müsste ja eigentlich, jetzt wollte ich mit Leertaste hier schon schneller machen. Ich weiß gar nicht, was direkt neben ihm zählt. Das hier ist ja schon gar nicht mehr direkt neben ihm, ne? Hier ist ja Platz. Achso, also so ein Reichweiten-Tower. Bam! Das wird nicht einfach. Sie müssen wohl improvisieren. Nicht alles Gute kommt von oben. Okay, das ist tatsächlich gerade ein bisschen kritisch. Wir tun hier mal einen Inferno-Turm hin. Und hier ein Geschützturm und hier ein Geschütz. Was ist das denn? Fliegende? Lol, die hatten wir ja auch noch gar nicht. Okay, die haben natürlich dafür weniger Leben. Aber jetzt kommen auch noch Fliegende ins Spiel. Ich glaube, die laufen hier gar nicht den regulären Weg, die können ja einfach rüberfliegen. Folgen einem vorgegebenen Flugweg. Die können nicht zurückgewonnen werden. Okay, wenn die einmal hier hinkommen, ist Feierabend. Dann können wir die nicht zurückholen. Okay, das ist fies. Wenn sie T gedrückt halten werden, neben dem Eingang ist der Alien und der Reichweite aller Türme auch die Flugwege der Aliens. Ah, das sind die Flugwege, okay. Heißt, die machen hier so, machen einmal bam, bam und hauen dann nach dahin direkt wieder ab, okay. Gut, hier also Anti-Flug-Tower. Hier sind hier noch Geschütze, ich denke mal, Geschütze sind gegen Fluggegner ganz gut geeignet. Ich würde hier den Meteor Tower direkt schon upgraden. Geht das? Ne, 500 kostet das. Ich würde so schnell wie möglich gern wieder den Extrem Meteor Tower haben, so wie im letzten Part. Denn der hat mir doch extrem gut gefallen. Upgrade. Aber war das jetzt? Nein, ich trottel hab den falschen Tower abgegradet. Aber egal, wir können uns auch gleich das Upgrade von dem Meteor Tower wieder leisten. Was habe ich denn da abgegradet? Den Inferno Tower. Ja, auch nicht schlecht. Guck mal, die kommen ja noch gar nicht durch. Bam. Da können wir uns nämlich das Upgrade schon leisten. Und dann würde ich sagen, haue ich den Geschützturm hier auch noch mal eine Stufe hoch. Ui, die sind aber schon ein bisschen kritischer jetzt. Zwei Geschütztürme bitte. Vernichten Sie sie und holen Sie die Kerne zurück. Ja, mache ich ja alles gut. Okay, nicht mehr jetzt schnell machen. Ich brauche hier noch eine Kanone. Und... Ach nee, nicht noch eine Kanone. Ich wollte eigentlich einen Meteor dahin klatschen, aber gut, okay. Wenn ich einen Meteor hier hinsetze, dann trifft er trotzdem bis da hinten noch den Weg. Das ist ja das Geile an den Meteoren. Heißt also, hier kommt auch noch auf jeden Fall noch ein Meteor hin. Ja, mein Speicherpunkt erreicht. Bisher haben wir die noch nicht gebraucht, weil wir ohne Probleme bisher alles geschafft haben. Ich schätze mal, das wird sich aber noch ändern. Denn die Level wären echt nicht leichter. Man muss hier schon viel taktischer rangehen jetzt. Ich würde sagen, es macht Sinn, hier die Meteoren hinzusetzen. Hier machen Kanonen zum Beispiel keinen Sinn. Die machen hier mehr in der Mitte Sinn, dass die hier so auf lange Distanz die Typen hier wegballern. Ist das schon ein Boss? Tatsächlich, das ist jetzt schon ein Boss. Aber gut, ist ja auch schon Welle 8 von 13. Das hat ja nicht ganz so viele Level. Dafür werden die ein bisschen krasser sein, denke ich mal. Wir haben 400. Meteor Tower bitte. Und ja, einen Laser kann ich eigentlich hier noch hinsetzen, ne? Der hier dann draint. Den Gegnern auf Dauer ein bisschen was entzieht. Die schon mal so ein bisschen voranschwächt. Ja, mit denen wird aber niemand wieder zurückkommen. Der würde jetzt nämlich drauf gehen hier. Bam. So.
Jetzt könnte ich auf den 1000er Meteor sparen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, jetzt ist es Zeit dafür. Bei 13 Wellen, wir sind schon in Welle 10, jetzt brauche ich den, glaube ich. Okay, jetzt werde ich mal nicht mehr schneller machen. Jetzt muss ich ein bisschen reagieren können hier. Jetzt muss der Meteor Tower kommen, der 1000er. Ja, ich denke mal, wir schaffen das trotzdem. Aber wird schon was. Was sind das für Viecher da oben gerade? Sind das Fliegende? Ja, wahrscheinlich sind das Fliegende, ne? Ja, jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen hier. Habe ich hier sonst noch... Hier kann ich noch welche hinsetzen. Hier setze ich noch ein Inferno hin. Und ich setze hier noch ein Geschütz hin. Oh, 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 jetzt wird's aber gerade ein ganz kleines bisschen kritisch hier. Jetzt sind doch ganz schön viele hier gerade im Labyrinth. Die müssen jetzt mal hier weg mit den Kernen. Und vor allem die Fliegenden müssen sofort verschwinden. Okay, die Fliegenden haben nicht so viele Leben, das ist nicht so schwer, die zu besiegen. Was ist denn, wenn ich noch so eine Kanone hier upgrade? Wir haben drei Leben schon komplett verloren, oder was? Tatsächlich, ich glaube... Da sind Fliegende durchgekommen, oder? Weil ich habe hier keine bis oben lang durchlaufen sehen. Das müssen Fliegende gewesen sein. Laser. Und... Geschütz macht da gar keinen Sinn. Dann würde ich lieber hier noch ein Inferno hinsetzen. Das macht schon mehr Sinn. Zum Glück ist es nicht immer so. Okay, das sind Schutzschildtypen. Die aber sofort jetzt draufgehen. Hier würde sich ein Meteor noch gut eignen, weil anderen Türme kommen da glaube ich gar nicht hin, bis die können da gar nicht von da aus schießen. Heißt also, hier kommt noch ein Meteor hin. Temporals habe ich bisher gar nicht benutzt, also die Verlangsamungsdinger, aber das bietet sich ja auch gar nicht so gut an. Maximal hier hört sich das angeboten, aber ich glaube, ja, vielleicht hier auch noch. Ja, hier stimmt, hier auch noch, scheiße. Egal, wir schaffen es auch so, wir sind krass. Oder ist das so, dass wenn keine Kerne mehr übrig sind, weil zu viele Einheiten durchgekommen sind, dass die dann, wenn dann Einheiten durchkommen, dass die quasi verschwinden und uns sofort ein Leben klauen? Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Das ist, glaube ich, auch im zweiten Part oder noch im ersten Part, ich bin mir unsicher, ist das auch passiert mit denen, dass wir da ein Leben verloren haben, obwohl ich gar keinen habe durchlaufen sehen. Ich schätze mal, das wird damit zusammenhängen einfach. Ich könnte es mir gut vorstellen. So, wir haben hier einen Meteor, den wir einmal upgraden. Wir haben hier... zwei Türme, die wir auch upgraden. Ach du Scheiße, jetzt... Boah, das sind aber... Sind das drei Bosse hier? Ach die Kacke. Was ist auch die letzte Welle jetzt? Machen wir erstmal die Fliegenden weg hier. Die Fliegenden müssen jetzt weg. Die Fliegenden müssen weg, ganz dringend. Hier als letzte Verteidigungslinie nochmal Geschütze hinsetzen. Die notfalls carryen können, auch hier schon mal angreifen können, die Fliegenden. Weil die müssen wirklich weg. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus. Die kleinen Fliegenden sind schon weg, die Bosse kriegen Damage, aber drei Bosse sind halt auch schon ganz schön krass, ne? Okay, die Fliegenden sind jetzt alle weg. Jetzt sind nur noch die Bosse hier, aber der letzte Boss könnte eventuell durchkommen. Kommt er durch? Nein, er kommt ganz knapp durch. Nein, wenn ich hier nicht schnell... Hier hätte ich echt nicht schnell machen dürfen, weil ich hatte 1700 Gold, ich hätte noch upgraden können. Ich habe jetzt 1800. Das hätte echt nicht sein müssen, dass der durchkommt. Das war unnötig, das war wirklich unnötig. Guck mal, was ich hier noch alles machen kann. Ich kann hier noch richtig krass ab. Ich kann hier sogar noch so einen Super-Meteor-Tower machen, theoretisch. Äußerst gut gemacht. Aber gut, wir haben es geschafft. Der kommt dann auch nicht nochmal wieder. Der geht nur einmal dann zurück. Unnötige Verluste von Kernen, aber ich schätze mal, ist trotzdem akzeptabel. Das nächste Mal geht es weiter mit Zutritt verboten. Seid wieder dabei. Bis dahin und ciao.